Menschen verwenden heute sehr oft mobile Navigationsdienste, um sie bei der Wegesuche zu unterstützen. Und um solche Dienste effizient gestalten zu können, ist es notwendig, Informationen darüber zu bekommen, wie sich Menschen beim räumlichen Problemlösen verhalten und welche Informationen sie dazu benötigen. Wir interessieren uns für Blickkoordinaten, weil wir aus diesen Blickkoordinaten und Blickdaten Fragen beantworten können, wie zum Beispiel, wie orientiert sich der Mensch im Raum und welche Information verwendet er von der mobilen Karte und findet sie auch in der Umgebung. Wir verwenden dazu mobile Eye-Tracker. Der Vorteil ist, wir können die zum Beispiel in der Stadt Zürich einsetzen und die Menschen bei der täglichen Wegesuche beobachten. Und wir kombinieren mobile Eye-Tracking-Daten mit Positionssensorik-Daten. Das heißt, wir bekommen eine GPS-Position und wissen so nicht nur, wo die Leute hinsehen, sondern auch von wo sie hinsehen. Und aus diesen Analysen ergeben sich dann Design-Richtlinien, die wir verwenden können, um solche Dienste effizient zu gestalten.